Hallo Freunde der Spielkultur und willkommen zurück bei RimWorld. In der sehr großen und vollen Kolonie und ach, schieß mich tot. Es ist alles riesig. Und wir haben zu viel im Lager und alles drum und dran. Und warum macht ihr eigentlich hier? Hebt das Heu mal auf, danke. Dann die Betonplatten auslegen. Und wir können ja, wenn denn jetzt die Forschung gleich fertig ist, endlich Teppich erstellen. Und mit diesem Teppich werden wir alles viel schöner machen. Und dann haben wir 8 Tonnen Granit, den wir nicht benötigen, der das Ganze auch nochmal schöner macht. Während unsere ganzen Buffalos hier uns die ganze Zeit Milch geben. Muffalos halt. So, erlaubt mal die Aussaat. Strom an. Komm, es ist immer noch warm. So, Teppichherstellung, sehr schön. Böden. Bettblauer Teppich. Warum steht da überall Bett vor? Ah, da ist ein Standardteppich. Ein verblasster grüner Teppich passend zu einem Bett. Plüschteppich in einem schönen roten Farbton. Also wenn, dann machen wir hier vorne erstmal einen blauen. Schlafräume müssen in einem entspannenden Ton sein, wie zum Beispiel grün. Der Körper reagiert ja gut auf Grüntöne, die entspannen. Es sollte eigentlich keine Forschung mehr offen sein. Jedenfalls keine. Beziehungsweise wir müssen noch die Herstellungsforschung voranbringen. Baue suborbitale Transportkapseln, mit denen Personen und Vorräte schnell über weite Strecken transportiert werden können. Kann für Überfälle, schnelle Reisen, das Verschicken von Geschenken und vieles mehr verwendet werden. Das wäre eigentlich auch eine ganz coole Sache. Mekaline wurde inspiriert. Eines Tages kriegst du eine neue Wirbelsäule von mir. Eine Vorratskapsel mit Syngarn. Ach, ich dachte gerade schon, warum ist denn alles stehen geblieben? Sind wir hier in der Twilight Zone? Ich habe nur noch 4 Bauteile. Und wir haben eine Sonneneruption. Die Stromzeit endet. Kannst du nicht mal eben... Ne, du bist kein Bauarbeiter. Ist Mekaline Bauarbeiter? Ja. Dann geh mal bitte nach da unten und reiß eben die Wand ein. Dann würde ich nämlich gerne das Lager hier vergrößern. Und dann architekturmäßig. Na, wo seid ihr? Sehr gerne noch ein paar Betonplatten reinsetzen. So, starke Schmerzen für die psychisch Weiblichen. Grüner Teppich sieht eklig aus. Watt erzeugt meine gesamte Anlage. Ja toll, meine Pflanzen sterben natürlich durch die Sonneneruption jetzt. Ja, ein Muffalo ist trächtig. Und wir haben einen Überfall von Verwandten.
aus der Richtung, die ich nicht mag. Ich weiß gar nicht, ob die sofort angreifen. Weil ich das wieder so schnell weggeklickt habe. Sicherheit. Ich suche übrigens immer den Namen Verteidigung. Okay, es sieht aus, wenn die sofort kommen würden. Wir haben keinerlei wirklichen Schutz hier. Außer vielleicht ein paar Bäume, die wir verwenden könnten. Moment, da kommen einige mit dem Messer an. Scheiße, du hast keine Waffe gerade. Was geben wir dir? So, der erste ist tot. Ach, da hinten haben sie schon einen getötet. Zurück, Mekkaline. Timo. Nach da unten. Renn vor diesen Schweinen. Davon. Helf ihm. Wer ist gestorben? Noch keiner. So, der Sonnensturm ist auch direkt vorbei. Damit die Waffen ein. Schrecklich, wenn die sich immer alle umbringen müssen hier. Irgendjemand ganz schlimm verwundet. Kevin ist schlimm verwundet. Mekkaline hat keine Gefahr und Char hat nur Prellungen. Also müssen wir nur Kevin versorgen. Aber echt kacke mit der Sonneneruption, ey. Wie soll ich ihr jemals irgendwas... Ich glaube, ich habe erst eine einzige Ernte geschafft im Hydrokulturgarten. Weil ständig die Kacke hier am Dampfen ist. Also irgendwas geht immer kaputt. So, die Behandlung für Kevin erfolgt bereits. Das Krematorium an, ja. Ach so, wir sind so schnell. Ja, wir brauchen die Batterien wirklich nur zum Übergang. Wenn die Sonne untergeht, dann haben wir mal eine kurze Zeit zu wenig Energie in der Leitung. Aber sonst reicht das alles immer mit der Geothermie. Wir laden die ja permanent auf. Unsere Lämpchen für unsere Gewächshäuser. Wahrscheinlich müsste ich jetzt noch nicht mal mit dem Gewächshaus gerade arbeiten. Ja, weil das Dach zum Beispiel hier offen ist. Wir heizen gerade raus. So, der Soldat hat sich vollständig erholt, kann also wieder Sachen von A nach B tragen. Das mit den Teppichen wird noch ein bisschen dauern. Einen winzigen Tisch brauchen wir nicht. Ja, schön, dass die Beziehungen schlechter werden.
Schade, wir können das nicht einfärben. So, alles was Spaß macht, Leute. Das psychische Brummen hat auch schon aufgehört. Brauchen Betten aus Stein nicht einfach nur länger? Ich denke immer, dass die normalen Betten ausreichend sind. Also wenn man die aus Holz macht. Oder aus Uran. Ah, Schar prügelt mit Niklas und auch noch so schlimm, dass er bewusstlos wird. Wo bist du, Kimmy? Rette ihn mal. Du musst ihn ja auch direkt behandeln. Ihr habt echt nichts Besseres zu tun, als euch gegenseitig auf die Fresse zu hauen. Brauchen wir noch irgendwas anderes? Nee. Setzen wir noch diese normalen Holznachttische hier gegenüber hin. Und das war es dann für die Räume. So, endlich wird mal ganz viel von dem Stoff verbraucht. Haben immer noch 1212 freien, also normalen Stoff. Kann sein, unser Koch gerade liegt. Ne, macht eigentlich der Informant. Ah, eine Karawane nähert sich uns. Und ich glaube, im Moment ist sogar einer inspiriert wegen Verhandlungen. War nicht Kevin inspiriert? Ah, ich weiß es nicht mehr. Komm her, Karawane. Eine Tierstörwelle, Berserkerlanze. Es überwältigt den Verstand des Ziels mit erschreckenden Sinneseindrücken, die es zum Berserker werden lässt. Es gibt ein gewisses Risiko, dass das Gehirn dabei Schaden nimmt. Es funktioniert über große Strecken und durch Wände. Lux. Eine Wildkatze, die größer als eine Hauskatze ist, aber kleiner als ein Puma ist. Luchse überleben mit einem Speiseplan bestehend aus kleinen Vögeln und Tieren. Ihr sehr warmes Fell hält sie auch in den kältesten Monaten ihrer gefrorenen Territorien warm. Kann nicht als Lasttier genutzt werden. Ach, da, den können wir die Skulpturen verkaufen. Und wer weiß, vielleicht brauchen wir ja nochmal wegen irgendwas Gold. Exzellente Stühle machst du da.
2250 Holz. Keine Ahnung, ob das ausreicht, um das alles hier fertig zu machen. Ach, endlich der Billardtisch. Das, was ich mir... Das wäre eigentlich, wenn ich mal reich werden würde oder so weiter, wäre eigentlich mein Traum. So einen Billardtisch zu Hause haben. Einen ordentlichen Billardtisch. Also ein Billardtisch an sich kostet ja nicht die Welt, du hast halt Platz. Angefragte Karawane für 12 Schutzhosen. Ich weiß, der arbeitet so schlecht da an der Schlachterei, aber ich werde einen zweiten elektrischen Herd benötigen und einen zweiten Koch. Also wenn ich auf leckere Mahlzeiten gehen will, brauchen wir zwei Köche. Die fressen nämlich alle viel zu viel. Moment. Wir haben genug Essen, die sollen Hopfen anpflanzen. Ein Handelsschiff ist in der Nähe eingetroffen, Textilienhändler. Warum kann ich mir keine 2 Sekunden merken, wer von meinen Leuten... So, Fraktion zieht weiter. Kimi. Kimi, wie spät haben wir? 6 Uhr. Du bist gesund, zufrieden und jetzt vielleicht auch wieder wach. Red mal mit den Herrschaften. Vielleicht können wir denen ja was verkaufen. Nämlich alle Kleidung, also die gesamte Kleidung, die, ja, nicht benötigt wird. Ach komm, wir machen einfach Kohle. So, normaler Stoffparker. Dann haben wir hier noch einen Haufen Mützen, die wir selbst hergestellt haben. Eine gute Stoffmütze. Da ist unsere schwangere Muffalo-Dame, die übrigens 28 Tage schwanger ist. 1300 würden wir von euch kriegen. Mein Verhandlungsbonus ist 15%, okay. Ich will eigentlich nicht mein ganzes Geld für Teufelsgarn ausgeben. Nanofaser ist noch besser, ne? Moleküle an Moleküle und schon bla bla bla. Das Material ist die meiste Zeit flexibel, verhärtet sich aber blitzschnell, um einwirkende Schläge abzufangen und ist sehr widerstandsfähig. Allerdings kennen nur Glitzerwelten das Geheimnis um die Herstellung dieser Faser. Rüstung Hitze, Rüstung Stumpf, Rüstung Stich, Brennbarkeit. Ist auch eine ganze Ecke teurer. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt jemanden haben, der Teufelsgarnpilze anpflanzen könnte inzwischen. Ja, Leonid kann das anpflanzen. Ja, die Plattenrüstung ist Mist, das weiß ich. Ich glaube, die Schutzausrüstung kann ich noch gar nicht selbst herstellen, ne? Hatte ich die nicht irgendwo gesehen? Moderner Helm, da ist die Schutzweste. Ja, die kostet mich Bauteile, die ich nicht habe.
Hatte ich nicht die ganze Zeit eigentlich so um die 10 Bauteile immer? Moment, das hier ist ein Gästebett. Und es kostet natürlich echt Zeit gerade. Ja, mit einem Wolfsfell-Fußabtreter, damit die Leute direkt wissen, wo sie sind. Grüßt das SKS aus. Ah, eine Muffalo ist trächtig. Jetzt geht's los, ey. So, der Textilhändler ist wieder weg. Temperatur. Scheiße, es kostet mich wieder ein Bauteil. Ah, dann ist das so. Es muss ja auch irgendwann mal jemand vorbeikommen. Der wieder Bauteile verkauft. Jetzt muss ich mich mal eben fragen. Was verbraucht diese Nacht so viel Strom? Ein Kinderspion der Fraktion, abgesprochene Sipscher von Roller, befindet sich auf der Durchreise. Er ist Shepard. Ein Kinderspion? Okay. Hallo Kinderspion. Natürlich, die künstliche Sonne wird ganz viel Strom verbrauchen, aber trotzdem ist es merkwürdig. Die nötige Helligkeit 51%. Benötigt Helligkeit 51%. Das erreichen wir alles nur mit den mit der Lampe. Hier sehen wir übrigens auch, dass das genau abgrenzt. Also wir können kein eckiges Treibhaus bauen, weil hier an der Seite direkt 50% sind. Also es wächst sofort nichts mehr am Rand. Ja. Trächtig und die Pest haben sie. Und ich produziere so wenig, zu wenig Strom. Wahrscheinlich, weil ich zwei künstliche Sonnen laufen lasse. Ach, Kacke. Machen wir die kurz aus. Die ruhen ja eh erstmal. Trotz über 6000 Watt. Ja, okay, die brauchen auch. Also der Herd braucht ja auch irgendwie ein bisschen
wie heißt es? Energie. Nur 20 leckere Mahlzeiten und da soll übrigens in den Kühlschrank soll keine Nahrung rein. Jedenfalls nicht die Nahrung. Ich möchte da gerne Fleisch reinmachen. Dann sind die beim Produzieren schneller. Ah, und da sehen wir, dass wir zwei Köche arbeiten. Dann schaffen wir auch die 120 schneller. Nein, ihr seid keine Gefangenenbetten, sondern... Gästezimmer. Da ist es. Das wundervolle Gästehaus. Eindrucksvoll, in Ordnung. Sehr eindrucksvoller Speiseraum mit Spielbereichen und wir haben, glaube ich, zu wenig Wolfsfell für das letzte. Ähnlich sieht aber das Großkatzenfell aus. Da kann ich keinen Schalter einsetzen. Vor allem, ein Schalter kostet inzwischen Bauteile. Aber war vielleicht auch schon immer so. Und ich sehe gerade, wir haben null Bauteile jetzt. Wahrscheinlich wird immer was repariert. Und dann habe ich den Salat. Also, was können wir machen? Jemand finden, der Bauteile verkauft. Oder noch welche hier finden. Und deshalb werde ich mal eben die restlichen Felsen durchnehmen. Höhö. Er hat durchnehmen gesagt. Und bitte, keiner sollte erschlagen werden von den Felsen. Hier noch was versteckt? Nö. Da! Okay, explodiert, aber nichts hat Feuer gefangen. Ein Hoch auf Steinböden. Und wir haben 3600 Watt plus. Ach, deshalb brauchen die so lange. Weil die leckeren Mahlzeiten auch hier in separate Außenlager legen. Machen wir Mahlzeit mal weg. Machen wir Priorität hier bevorzugt. Oder wichtig sogar. Dann wären das hier kritische Bereiche. Dann kommen nämlich diese ganzen Nahrungsmittel, gehen dann jetzt darüber. So, Herstellung. Errichte die Herstellungswerkbank, um verschiedene Hightech-Projekte, wie zum Beispiel die Bauteilherstellung oder auch die Energierüstung realisieren zu können. Und das ist jetzt total toll, weil ich brauche bestimmt ganz viel Kram dafür, den ich nicht habe. Arbeitstisch. 12 Bauteile. Und 2 Hightech-Bauteile. Das ist nicht deren Ernst.
abgesprochene Sippschaft von Roller. Sie scheinen ein paar Gegenstände zum Handeln dabei zu haben. Es sieht aus wie ein Vertreter. Kimmy, warum kann die eigentlich gut handeln? Die ist doch immer in Prügeleien verwickelt. Vor allem total geil, dass die alle in unseren Privatgemächern rumhängen. Aber guck mal, die haben ein paar Bauteile mit. Den kann ich die ganzen Bögen andrehen. Ach, guck mal, diese Holzskulptur. Sie passt perfekt zu euch. Danke. Für nichts. So, das reicht. Jetzt können wir das Lager hier wieder auf normal bevorzugt schalten. Ich wollte nur, dass die eben das Lager ein bisschen rüberziehen. So, 66 von 120 Mahlzeiten fertig. Fleisch könnte ein kleines Problem werden. Wir kriegen eh kein neues Schwein und auch keinen neuen Truthahn. Verdammt, da ist ein weiblicher Truthahn. Nicht jagen, hol den mal. Dann darfst du weiterleben. Warum habt ihr hier genau vor der Tür einen Stein? Ein neues Gebiet wurde freigelegt. Rettungskapsel. Ein Lehrer namens Louis ist in einer Rettungskapsel in der Nähe abgestürzt, wenn er den Aufschlag überlebt hat. Ist er vermutlich schwer verletzt? Louis gehört zu keiner Fraktion und kann sie ihn retten und hoffen, dass er freiwillig bleibt. Oder fange ihn zur Rekrutierung oder Versklavung ein. Haben wir nicht schon einen Louis? Er will wahrscheinlich am Ende seinen eigenen Weg gehen. Lehrer. Lehrer mit Kochen 4. Ich habe gesehen, unten sind Bauteile gefunden worden. Noch ein Muffalo ist trächtig. Und ja, ist eine ungünstige Temperatur, ist beim Schlachten aber scheißegal. Lagerzone 5 ist das. Louis hat sich der Gruppe angeschlossen, nachdem er gerettet wurde. Das ging aber schnell. Ich habe noch gar kein Bett für dich, Louis. Willst du so lange hier schlafen, auf der elektrischen Leitung? Bauteile. Aber wo kriege ich jetzt hochentwickelte Bauteile her? Achso, ich muss die weiter trainieren, damit die zahm bleiben. Sie nennt ihn Truthahn 2. Sehr schön. Kannst gerne als Arzt arbeiten, Bettruhe, Hilfsarbeit.
Aufseher ist auch in Ordnung für dich. Tierpflege vielleicht nicht. Behandeln ist okay. Kochen ist okay. Transport, reinigen. Und das war's eigentlich. Wie gut ist Kevin inzwischen als Handwerker? Immer noch scheiße. Aber Hauptsache im Bergbau ist er besser. Was wollte ich eigentlich hier oben reinmachen? Ich glaube, das sollte eigentlich die Prothesenkammer werden. Hat dann aber überhaupt nicht funktioniert, weil ich im Moment forschungstechnisch eh noch keine großartigen Prothesen bauen kann. Können auch Milch mit Obst verbinden. Und damit können die auch leckere Mahlzeiten herstellen. Und warum holt sich eigentlich keiner mal das Vieh hier zum Schlachten? Kann Eber nicht aufheben, zu schwer. Wie schwer soll der Eber sein? Kilogramm. Hört ihr bitte auf, euch gegenseitig mit Waffen zu bedrohen? King und Anarchist haben sich geprügelt. Noch in der Kälte geschlafen, da war ja was. Ich glaube, ich störe ihren Schlaf ein bisschen. Wir müssen neue Kleidung herstellen. Moment. Aufgaben. Hose, Mütze, Parka, Hemd. Wir haben ja alles verkauft. Bitte aus Stoff herstellen. Wovon wir jetzt nur noch 468 haben. So kann es gehen. Solarzelle braucht 3 Bauteile. Holzfeuergeneratoren brauchen 2 Bauteile. Und dann scheint wiederum keiner bauen. So, aber wir haben einfach schon wieder zeitlich alles überschritten, was ich normalerweise so zeitlich machen will. Weil die Kolonie Arbeit ist. Viel Arbeit inzwischen. Ist ja nur vorbei oder kann ich mit euch handeln? Ich kann mit euch handeln. Beruhigungswelle. Ihr würdet Bier von uns kaufen. Das finde ich total super.
Das könnt ihr euch so nicht leisten. So, das Gold von euch will ich nicht, obwohl das brauche ich bestimmt später für die... für die guten Teile. Ach, wenn wir schon dabei sind. Nehmt unser dämliches Bier. Sind absolut begeistert von eurer Gastfreundschaft. Wertung 100. Sie werden in ein paar Tagen wiederkommen. Bringt was mit. Ich würde so gerne den Bereich hier abschotten und sagen, okay, ich schalte ihn an oder ab. Da muss ich neue Stromkabel legen. Was haben wir noch an Stein? Achso, ich habe gesagt, wir machen den Break. Ne? Ja, wir machen jetzt den Break. Wir sehen uns morgen wieder. Wenn es weitergeht und ich ein Stahllager herstelle. Und das sind wirklich Sachen, die ich benötige. In dem Sinne, bis morgen. Und schöne, euer Imperator. Ich habe die Produktionssache ja eh nicht mehr da stehen. Ach, ich bin jetzt weg. Wahnsinn.